Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören. Hallo, ich bin Jasmin Fromm und herzlich willkommen bei der Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten aus dem Klinikum Osnabrück über ihren Fachbereich. Ja, und bei dem Gespräch lerne ich und dann lernt natürlich auch ihr, die zuhört, sie dann von einer etwas privateren Seite kennen. Für diese Folge habe ich mich mit den beiden Geschäftsführern des Klinikums zusammengesetzt. Das sind einmal Franz Blok und Rudolf Küster. Das Gespräch mit den beiden, das habe ich jetzt für euch. Herr Blok, Herr Küster, erst einmal herzlich willkommen hier bei uns im Aufnahmestudio. Ich freue mich wirklich sehr, Sie an diesem wunderschönen Tag am Mikrofon zu haben. Ja, wir freuen uns auch, dass Sie hier sind. Genau, sogar sehr. Ich würde sagen, wir fangen erst einmal an mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Sie beiden sind ja die Geschäftsführer des Klinikums Osnabrück. Was machen denn eigentlich zwei Geschäftsführer des Klinikums Osnabrück so den ganzen Tag? Worum kümmern Sie sich? Wir versuchen, die Geschäfte im Klinikum zu führen, was jetzt insbesondere auch natürlich letztes Jahr nicht einfach war, wegen der ganzen Covid-Pandemie, aber gleichzeitig auch eine sehr interessante Zeit, weil man dann merkt, dass ein Unternehmen wie ein Krankenhaus, wie schnell sich das anpassen kann und auch wie schnell man sich dann anpasst von dem normalen Routinebetrieb in, sag mal, in andere Modus und am Ende auch sehr gut funktioniert hat. Jetzt sind Sie ja zwei Personen, das heißt, die ganzen anfallenden Aufgaben können dann auf zwei Personen aufgeteilt werden. Wie genau sieht denn diese Aufteilung bei Ihnen beiden aus? Wer kümmert sich um was? Gut, das ist relativ einfach. Wir haben ja beide eine Historie, jeder hat seine persönliche Entwicklung, Ausbildung und seinen Werdegang. Und auf dem gründet sich dann auch so ein bisschen die Hauptarbeitsteilung. Mein Kollege eher im Bereich der Wirtschaftsdinge, der Finanztechnik und so weiter. Ich dann eher der Technische mit den sogenannten sekundären und tertiären Vorgängen im Krankenhaus. Groß gewordene Mensch, kümmere mich dann schwerpunktmäßig um diese. Und natürlich tragen wir gemeinsam die Gesamtverantwortung und bei allen großen Themen und den mittleren oder den strategischen Themen müssen wir es miteinander tun. Was uns aber auch sehr gut ergänzt, muss man sagen. Wir haben wirklich eine andere Vita, was immer so ist, ganz klar. Einen anderen Werdegang und damit einen anderen Blickwinkel, aber der ergänzt sich bei uns sehr gut. Also ich finde, das Klinikum hat sehr gewonnen, seitdem wir beide zusammen da sind. Und es macht wirklich Spaß, mit meinem Kollegen da zusammenzuarbeiten. Und Sie haben auch gerade gesagt, eine andere Vita, Herr Blok. Sie haben auch einen Akzent. Wo kommen Sie her, wenn ich mal fragen darf? Aus die Niederlande. Und früher habe ich gesagt, ich bin erst seit 99 in Deutschland, aber das ist jetzt schon eine Weile hier. Ja. Und bin dann von Ausbildung her Wirtschaftsprüfer, habe dann in vielen Branchen gearbeitet. Und seit 2013, als ich das erste Mal beim Klinikum war, bin ich auch für das erste Mal in meinem Berufsleben in einem Krankenhaus tätig. Vorher war ich in vielen anderen Branchen. Aber immer im kaufmännischen Bereich und im Gegensatz zu meinem Kollegen, der war, glaube ich, noch nicht mal geboren, er war im Krankenhaus tätig. Und wie kam es dann zum Krankenhaus? Wie sind Sie beim Krankenhaus gelandet? Ich hatte mich damals auf eine Stelle beworben. Zuletzt war ich in der Finanzbranche tätig und hatte eigentlich immer sehr viel beruflich viel Spaß mit Unternehmen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das Klinikum auf Gesundheitswesen generell ist nicht gesegnet mit ganz viel Geld. Dann habe ich darauf beworben, weil ich gedacht habe, das ist noch etwas ganz Neues und habe ich noch nie gemacht. Aber es ist auch ganz spannend, weil es ein gutes Produkt ist. Man hilft Menschen in Not und versucht, dass die wieder gesund werden. Und das ist etwas ganz anderes als ein anonymes Finanzprodukt oder eine Windkraftanlage oder was auch immer. Ja, und am Ende ist es dann ja das Klinikum geworden hier in Osnabrück. Ja, genau. Ich habe dann einmal aufgehört und
Ja, hab das dann, jetzt bin ich wieder zurück und möchte das jetzt noch ganz lange weitermachen. Das Klinikum ist also für Sie dann ein ganz besonderer Ort, Ich richtig? habe noch nie in meinem Berufsleben so lange für ein Unternehmen gearbeitet. Das ist doch schon mal was sehr, sehr Schönes. Und was genau macht das Klinikum so besonders? Was hebt das Klinikum von anderen Häusern hier in der näheren Umgebung in Osnabrück ab? In Osnabrück selber, in der Stadt Osnabrück, ist es natürlich das größte Krankenhaus. Und was uns abhebt, ist, dass wir eigentlich alles konzentriert haben, alle medizinischen Kliniken, unsere MVZ-Struktur, wir haben alles am Finkenhügel. Und das bietet eigentlich sehr gute Möglichkeiten, um eigentlich ein umfassendes Angebot zu haben für alle Patienten. Und muss man auch sagen, wir sind älteste Lehrkrankenhaus, Uniklinik Münster. Damit habe ich historisch auch viele Verbindungen, sodass wir auch in Bezug auf die Hochleistungsmedizin da eigentlich immer gut aufgestellt sind. Und ja, so ein Campus mit ganz viel Medizin ist sehr gut, aber für uns dann auch ab und zu sehr anstrengend, weil man dann natürlich so viele Spezialisten am einen Standort hat, die ab und zu nicht einer Meinung sind. Ja, es stellt einen dann doch schon vor ganz schön viele Herausforderungen, oder? Ja, aber das macht natürlich auch Spaß, anders hätten wir das auch nicht gemacht. Was für Herausforderungen sind es denn genau? Also diese ganzen Fachbereiche unter einen Hut zu bekommen oder von welchen Herausforderungen sprechen wir da jetzt ganz genau? Ja, wir müssen jetzt das Klinikum im Grunde weiterentwickeln. Medizinisch haben wir letzte Woche einen großen Schritt gemacht, wo wir uns im Bereich der Neuromedizin, der Neurologie, breiter aufgestellt haben mit mehr Spezialisten und ganz wichtig für uns fürs erste Mal eine wirklich separate Klinik mit Chefarzt im Bereich der Neurochirurgie. Da haben wir auch ein neues Modell, dass im Grunde der Chefarzt der Uniklinik Münster gleichzeitig der Chefarzt auch bei uns ist, sodass wir im Grunde alles anbieten können, was die Uni Münster anbietet. Obwohl wir im Vergleich zu einem Uniklinikum nicht so groß sind. Wobei wir sind ungefähr die Hälfte im Krankenhausbetrieb von der Uni Münster. Ist auch schon, denke ich, in Niedersachsen so fünftgrößte Krankenhaus. Das heißt, das Klinikum, das entwickelt sich auch weiter. Natürlich, ein Klinikum muss sich immer weiterentwickeln. Die Medizin entwickelt sich weiter. Und zwar rasend schnell, wenn ich das so sagen darf. Ich bin jetzt 35 Jahre in Krankenhäusern tätig und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung wird immer rasanter und schneller. Die Technisierung, die Spezialisierung und damit muss sich ein Klinikum immer weiterentwickeln, sowohl von dem, was es anbietet, von dem, was es tut, wie in seinen Strukturen und natürlich auch in den baulichen Dingen, keine Frage. Und da ist ja jetzt aktuell die Rede von einem Masterplan 3.0, wenn ich richtig informiert bin. Was genau versteckt sich denn eigentlich dahinter? Gut, hinter einem Masterplan versteckt sich immer der Ausblick, wie die Entwicklung, die bauliche Entwicklung dieses gesamten Standortes in den nächsten 15 bis 20 Jahren aussehen könnte. Da geht es vor allem um räumliche Ausdehnungen, um Kubaturen, wenn Sie so wollen. Es geht nicht um den letzten Raum, sondern es geht wirklich um die große bauliche Entwicklung, um dann damit Potenziale in der Entwicklungskonzeption für die Entwicklung der medizinischen Bereiche zu schaffen. Und genau das tut der Masterplan 3.0. 3.0 deshalb, weil es schon zwei davor gab. Und den 3.0 mussten wir nun auch anstrengen, weil wir sozusagen mit unserer gesamten baulichen Entwicklung am Ende waren und uns Gedanken machen mussten, wie können wir die Funktionsbereiche weiterentwickeln, wie können wir die stationären Bereiche weiterentwickeln, unseren Reha-Bereich weiterentwickeln und so weiter. Das haben wir damit getan und haben, glaube ich, mit dem gesamten Masterplan aufgezeigt, dass dieser Standort eine sehr, sehr gute Entwicklung weiterhin nehmen kann und auf alle Fragen, die in den nächsten 10, 15, 20 Jahren kommen werden, die wir heute auch noch nicht kennen, die aber kommen werden. Wenn man so 20 Jahre zurückschaut und sieht, was sich da getan hat in der Medizin, dann werden sich in den nächsten 20 Jahren auch viele Dinge tun, die wir heute noch nicht wissen. Und darauf muss ein solches Konstrukt reagieren können. Und da sind wir heute sicher, dass wir damit die Grundvoraussetzung geschaffen haben, dass wir auf jegliche Anforderungen gut reagieren können. Also es soll ja modernisiert werden und umgebaut werden. Von welchen Bereichen genau sprechen wir da? Gut, das geht
eigentlich ums gesamte Klinikum, wenn Sie so wollen. Der erste Gedanke, den wir hatten, war, wir müssen die Funktionsbereiche, die in ihrem Planungsstand, muss man sich vorstellen, den 80er Jahren entsprechen. In den 80er Jahren ist dieses Klinikum geplant worden, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre in Betrieb gegangen. Das heißt, die Gedanken und die räumlichen Planungen in diesen Strukturen entsprechen einem Gedankenstand der damaligen Architekten von 1980. 40 Jahre alt. In diesen 40 Jahren haben sich dramatische Dinge in der Entwicklung von Kliniken getan. Die Medizin ist um Welten weiter. Es werden heute Techniken angewandt, an die hat man damals noch nicht gedacht. Ich erinnere mich, Kernspintomographie war in meiner Ausbildung im Studium die ersten Ansätze da, das war Anfang der 80er Jahre. Heute betreiben wir drei große Maschinen bis zu drei Tesla. Da hat damals noch niemand dran gedacht. Und so geht das natürlich immer weiter. Das heißt, in diesem Funktionsbereich müssen wir uns weiterentwickeln. Und da haben wir uns sehr schwer getan und haben dann den Befreiungsschlag, wenn Sie so wollen, gemacht mit der Entwicklung nicht medizinisch genutzte Bereiche, die heute in diesen Funktionsbereichen untergebracht sind, auszulagern in den Neubau eines sogenannten Versorgungszentrums. Wenn diese Bereiche ausgelagert sind, können wir uns in den Funktionsbereichen selbst baulich entwickeln, gewinnen sehr viel Fläche dort und können den neuen Anforderungen sammeln und stellen und uns entsprechend dort positionieren. Daneben entstehen dann auf dem Campus Gebäude für Reha-Einheiten und natürlich auch eine notwendige stationäre Anpassung. Wir stellen uns einen Neubau eines 120-Bettenhauses vor, das zunächst die Sanierungsphase der vorhandenen Bettenhäuser als Entlastungsbau, wenn Sie so wollen, begleitet und danach für die konzeptionelle Erweiterung der Bettenkapazitäten zur Verfügung steht. Und natürlich im vorderen Bereich des Masterplans des gesamten Finkenhügels dort entstehen dann die Anpassungen in Bezug auf die ambulanten Fragestellungen. Egal, ob wir über eigene ambulante Strukturen nachdenken, die ja immer mehr verschmelzen, wenn Sie daran denken, Notaufnahme und hausärztliche Versorgung wachsen zusammen, das realisieren wir im Moment. Und so wird das auch andere Bereiche betreffen. Wir wollen weitere Räume natürlich für Kooperationspartner schaffen, für Arztpraxen, die wir auf unserem Campus ansiedeln möchten und, und. Und auf all diese Dinge hat der Masterplan eine gute Antwort. Und auch auf Dinge, die wir vielleicht heute noch nicht wissen. Das sind wir sicher, das merken wir in täglichen Diskussionen, dass wir mit dem, was wir dort, wenn Sie so wollen, an Kubatur geschaffen haben, auf viele, viele Fragestellungen, die neu kommen, sicherlich eine Antwort haben. Sie haben gerade einmal den Begriff Funktionsbereiche angesprochen. Können Sie den einmal vielleicht erklären, diesen Begriff? Funktionsbereich ist eigentlich ganz einfach. Wenn Sie ins Krankenhaus kommen, müssen Sie diagnostiziert werden. Sie werden untersucht. Das geschieht in Funktionsbereichen. Funktion deshalb, weil dort die Geräte sind, die Ultraschallgeräte, die Röntgengeräte, die Endoskopiegeräte, je nachdem, was nun die Fragestellung ist. Das geschieht in Funktionsbereichen und natürlich danach auch die Therapie. Das heißt auch eine Behandlung. Selbst ein OP-Bereich gehört für uns zu dem Funktionsbereich. Ne? Also all diese Bereiche, in denen Sie nicht im Bett liegen, wenn Sie so wollen, sind bei uns die Funktionsbereiche. Mhm. Alles klar. Und bei den Maßnahmen, diesen Modernisierungsmaßnahmen, inwiefern sind da die Wünsche von Mitarbeitenden, spielen da eine Rolle? Eine große Rolle. Das hat angefangen schon bei dem Masterplan, bei den großen Entwicklungen, dass es viele Gespräche gab. Zunächst mit Chefärzten, aber auch mit Pflegekräften. Und dann kommt man erstmal auf die Ideen. Das ist einfach so im stillen Kämmerlein, sage ich mal, tut man sich irgendwann schwer. Man lebt von Gesprächen. Ich nenne das immer die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und nur wenn wir mit Leuten uns auseinandersetzen, die Erfahrung haben, die jeden Tag in diesem Haus arbeiten, die Dinge tun, dann kommen gute Lösungen dabei raus. Und die große Auseinandersetzung, wenn Sie so wollen, geschieht jetzt in der Detailumsetzung, wenn also aus den großen Gebäuden, die da entstanden sind, nun in diese Gebäude hinein man sich entwickelt, Raum für Raum, Arbeitsabläufe festlegen muss. Das geht nicht ohne Nutzer. Wir nennen die Leute, egal ob Pfleger oder Ärzte, Nutzer. Dann geschieht das in vielen Gesprächen und wir sind, sage ich mal, darauf angewiesen, dass wir die Ideen von dort gespiegelt bekommen. Und nur wenn wir gemeinsam die Dinge entwickeln, kommt auch was Gutes am Ende heraus. Und es ist dann auch attraktiv von den Mitarbeitern, um dort zu arbeiten. Das ist dann heutzutage auch ein wichtiger Faktor. Klar, man möchte ja auch, dass die Mitarbeitenden bleiben und nicht irgendwann woanders hingehen. Klar. Vor allem, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich hatte Sie gar nicht gefragt, was Sie studiert haben. Ich glaube, Sie, Herr Küster, hatten gerade einmal Ihr Studium angesprochen. Was haben Sie eigentlich genau studiert?
Das ist, ich mache jetzt nicht so eine lange Geschichte daraus, ja, wenn Sie einverstanden sind. Ja, natürlich, klar. Ich bin Maschinenbauingenieur. Ja. Habe danach eine Zusatzausbildung in der Krankenhausbetriebstechnik, Medizintechnik genossen und habe dann auch Krankenhausarchitektur studieren dürfen. Okay, und Sie? Ich habe Betriebswirtschaft studiert und habe danach noch eine Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer. Das heißt, beide von Ihnen sind nicht in dem medizinischen Feld, also haben nicht wirklich so super medizinisches studiert. Wir beide können keine Patienten behandeln. Nee, deshalb ist ja auch genau das Gespräch mit den Mitarbeitenden wichtig, weil absolut, in dem Bereich genau. Bescheid wissen. Ja. Ja, und die ganzen Maßnahmen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, die da geplant sind, das ist ja auch keine kleine Sache. Wie finanziert sich das eigentlich? Also wo kommt das ganze Geld her? Tja, das ist immer schwierig, weil es immer zu wenig Geld gibt. Es gibt da mehrere Quellen. Eine Quelle ist die klassische Methode Fördermittel. Das sind unsere bestehenden Maßnahmen, die Umbau vom OP und Intensivstation, die sind für ein, nicht für alles, aber für einen Großteil mit Fördermittel finanziert. Eine andere Finanzierungsquelle oder eine andere Methode ist, wir bauen und vermieten. Ja? Wenn zum Beispiel eine Praxis, ein niedergelassener Arzt bei uns aufs Gelände möchte, was wir gerne öfters haben wollen, dann bauen wir und vermieten das. Und das kann man zum Beispiel auch bei anderen Partnern, die bei uns auf Gelände sind, wie zum Beispiel die Augenklinik oder die dermatologische Klinik, die haben ein separates Gebäude. Da haben wir dann nur das Grundstück zur Verfügung gestellt und dann haben die das gepachtet. So, und wo wir selber auch noch mit beschäftigt sind, ist, dass wir auch energieeffizient bauen möchten, sodass wir ein Green Hospital nennen wir das, haben wollen. Und daar suchen wir dann auch Fördermittel außerhalb der Krankenhauslandschaft, um das zu ermöglichen. Das Green Hospitals haben Sie gerade schon einmal angesprochen gehabt. Ich glaube, da würde ich auch einmal drauf zu sprechen kommen. Und zwar haben Sie gerade schon gesagt, es wird auf ein Green Hospital ist geplant. Wie sehen denn da die Pläne aus? Also es geht ja wahrscheinlich um grüne Energieversorgung. Können Sie das vielleicht einmal genau erklären? Wenn Sie so wollen, fange ich dann einen Schritt vorher an. Sehr gerne. Wenn wir uns Gedanken machen über die bauliche, große bauliche Entwicklung dieses Standortes und wissen, dass die Struktur des jetzigen Standortes über 30 Jahre alt ist, dann ist klar, dass die Energieversorgung sowohl des Neubaubereiches wie auch des Bestandes überdacht werden muss. Und das hat dann sehr schnell dazu geführt, wenn man in der heutigen Zeit sich bewegt und dann als technischer Mensch resozialisiert ist, wenn Sie so wollen, in dem Wissen, was möglich ist technisch und was man in Großgebäuden umsetzen kann heute, dass wir uns dann das Ziel gesetzt haben, neben den üblichen Energieeinsparungen und. Das halte ich für normal, brauchen wir nicht drüber reden, aber die CO2-Neutralität als Ziel setzen. Die Techniken sind heute etabliert, wir können sie auch großtechnisch anwenden. Und wollen den Weg gehen. So ist es, sagen wir mal, war der Kern des Entstehens des Green Hospitals. Und wenn wir dann sagen, wir wollen CO2-neutral oder vielleicht sogar sind wir so mutig zu sagen, vielleicht sogar am Ende in einigen großen Bereichen CO2-frei sein, dann gehört natürlich nicht nur die Energieversorgung dazu, sondern dann gehört auch die entsprechende Baulichkeit dazu, dann gehören auch die entsprechenden Materialien dazu im Bau, dann gehören aber auch im Betrieb später des Krankenhauses gewisse Dinge dazu. Sie kennen das alle, viele Einmalprodukte, die aus hygienischen Dingen genutzt werden können. Da kann man aber auch verschiedene Wege gehen. Und das, was wir erreichen wollen, ist wirklich der Standard eines Green Hospitals, wo wir nicht nur über die Energieversorgung sprechen und sagen, die wollen wir dann CO2-neutral machen. Auch das ist schon ein stolzes Ziel. Und wir wollen das schnell machen, nicht erst 2030, sondern unser Ziel ist so 2027, das geschafft zu haben. Sondern wir wollen auch in der Rundumversorgung des gesamten Campuses beim Verwenden unserer Baumaterialien, aber auch beim Einsatz der Materialien, die wir als Verbrauchsmaterialien im Haus einsetzen, diesen Standard haben. Wir wollen das auch in der Speisenversorgung tun, regionale Produkte noch mehr einsetzen, als wir das heute tun und so weiter. Das ist also ein ganzer Blumenstrauß, wenn Sie so wollen, der uns da begleiten wird. Aber da sind wir überzeugt von, wenn wir es nicht tun heute und als vielleicht auch als Beispiel, als Leuchtturmprojekt im Klinikumsbereich in Deutschland, so etwas umsetzen und vorantreiben, wer soll es denn dann tun?
immer zu sagen, nein, wir können das nicht. Und man geht auf die klassischen Modelle. Sie können sich vorstellen, dass so ein Haus wie unseres viel Brennstoff durch den Schornstein jagt. Zurzeit ganz grob, wenn Sie so wollen, 5.500 Tonnen CO2 pro Jahr. Und da wollen wir von wegkommen. Das ist das Thema. Und welche Maßnahmen sind denn dann jetzt geplant? Das ist natürlich sehr früh. Derzeit werden viele Modelle diskutiert. Das erste Modell war mit überschüssigem Strom, den wir gewinnen, aus Photovoltaik, aus Windkraft, aus Blockheizkraftwerken, die betrieben werden, Wasserstoff zu erzeugen. Mit diesem Wasserstoff unter Verwendung der Abgase der BRKWs, also CO2-Verwendung, Methan zu erzeugen und diesen Methan dann wieder zu verfeuern in den Blockheizkraftwerken. Damit wäre ich CO2-frei in diesem Bereich. Das ist ein Gedankenmodell. Es gibt aber viele andere Energietechniken einzusetzen, also eine sehr, sehr niedrige Verteiltemperatur im Haus zu haben, mit vielleicht 30, 35 Grad, anstatt heute mit 70 Grad in der Verteiltemperatur, um dann mit Wärmepumpen an den Gebäuden die Wärme- und Kälteerzeugung sicherzustellen. Das ist noch nicht endgültig ausgegoren, das merken Sie, aber es gibt da verschiedene große Gedankenmodelle. Wahrscheinlich wird es ein Konglomerat davon werden, weil das ist so eine Erkenntnis, die ich in meinem Berufsleben hatte, dass die eine Technik, die man früher hat man einen Heizkessel gehabt und der wurde mit Öl oder Gas befeuert und gut war es, das ist vorbei. Es gibt heute ein Konglomerat von verschiedenen Dingen, die man, so wie im Autoverkehr heute auch, ne? Es gibt Diesel, es gibt Benzin, es gibt Elektro, es gibt irgendwann Wasserstoff. Es wird aber nicht mehr die eine Lösung geben, sondern es wird ein Konglomerat bleiben und für den jeweiligen Anwendungsfall eine andere Lösung geben. Und so ähnlich können Sie ein solch Großgebilde wie unser Klinikum sehen. Ich glaube nicht mehr, dass es die eine Lösung geben wird, sondern dass eine Mischung aus vielen Komponenten da sein wird, die am Ende aber zum Ziel führt. Und natürlich energieeffizient bauen. Ne? Ganz klar. Ja, wir hoffen Ende des Jahres einen kleinen Bereich fertig zu haben. Ja. Und dann, das sind Büroräume, aber dann gibt es keine Heizung. Büroräume ohne Heizung? Ja, weil es gut isoliert ist. Ah, okay, also müssen die Menschen, die dort drin arbeiten, dann nicht frieren. Ihre eigene Körperwärme dafür sorgen. Die Abwärme der restlichen Dinge reicht, um diese Gebäude dann zu beheizen. Also Abwärme, die aus vielen Prozessen kommt, wenn Sie so wollen, von Ihrer Technik, die Sie einsetzen, auch die gibt Wärme ab, die Personen selber geben Wärme ab. Das ist dann am Ende so und dann brauchen Sie keine Heizung mehr. Das stelle ich mir auch sehr lustig vor oder sehr komisch vor, in einem Raum zu sitzen ohne Heizung, aber trotzdem nicht zu frieren und das im Winter. Kommen Sie im Januar bei uns vorbei. Das mache ich sehr, sehr gerne. Sie haben vorhin ja noch mal davon erzählt, dass Sie das Klinikum noch ein kleines bisschen ausbauen wollen und dass es ein bisschen erweitert werden soll. Das benötigt dann aber auch mit Sicherheit noch ein paar mehr Parkplätze. Wie sieht denn das mit der Parkplatzsituation aus? Ist da irgendwas geplant? Ja, das wird in mehreren Stufen passieren. Die erste Stufe ist allein deshalb, ohne dass man über mehr Parkplätze spricht, deshalb notwendig, weil wir vorhandene Parkplätze überbauen müssen. Deshalb wollen wir ein neues Parkhaus mit 760 Plätzen ungefähr erstellen. Das wird die erste Maßnahme jetzt sein. Die soll noch in diesem Jahr beginnen, sodass sie dann Mitte oder Herbst nächsten Jahres fertiggestellt ist und wir dann die Baufreiheit in dem Baufeld haben, wo heute die Parkplätze untergebracht sind. Das Klinikum hat jetzt gar kein Parkhaus. Ja. Alle Parkplätze sind in die Fläche und die Fläche, wir wollen nicht zusätzliche Fläche verbrauchen. So, die Parkfläche, die geht im Grunde jetzt in die Höhe und der Platz, der freikommt, wird dann für medizinische Gebäude dann verwendet. Genau, und dieses Parkhaus wird schon das erste, sagen wir mal, Muster sein für unseren ökologischen Ansatz in Richtung Green Hospital. Es wird nicht nur eine Photovoltaik auf dem Dach sein, das halte ich dann schon für selbstverständlich. Auch die Fassade wird, da wo es sich lohnt, mit Photovoltaik bestückt sein, der Rest wird begrünt sein. Und wir werden endlich über dieses Parkhaus natürlich auch der Elektromobilität, sag ich mal, Tribut zollen und die entsprechenden nicht nur Ladesäulen für Fahrzeuge zur Verfügung stellen, sondern das Gleiche natürlich auch für Fahrräder machen und so weiter und so weiter. Und der andere Ansatz an dem Parkhaus ist, dass die untere Ebene bereits die Vorleistung dann ist. Wenn ich über Green Hospital und Energieversorgung spreche, dann kann man sich vorstellen, dass man große technische Anlagen braucht. Und das wird dieses Parkhaus als erstes zur Verfügung stellen, im Untergeschoss. Und in den anderen Geschossen dann? Parkflächen.
Okay, also ganz normale Parkflächen, ohne Ladestation, ohne mit Ladestation natürlich. Ach so. Und eine Mischung daraus, ne? Mit Ladestation und Fahrradparkplätze. Genau. Oh, okay, also die Fahrräder können dann auch in diesem Parkhaus parken? Ja. Nicht mehr so wie jetzt, wo es aktuell dann einfach nur noch vor dem Klinikum nicht. So ein kleines... Also, mir hat was sehr gut gefallen. Man lebt ja immer von den Dingen, die man sieht und sich dann anschaut. Das war eine große Fahrradgarage, wenn Sie so wollen, die wie im Paternoster ausgebildet war, wo Sie Ihr Fahrrad reinschieben und dann ist das irgendwo da oben drin. Ah. Sowas kann man sich in einem solchen Gebilde vorstellen. Das ist noch nicht endgültig, dass wir das an der Stelle so machen, aber es ist ein Ansatz, darüber nachzudenken, wie kann ich auf einer begrenzten Fläche Fahrräder sicher, dass nicht jeder an diesem Fahrrad rumfummeln kann und vielleicht sie es auch mal wegkommt, sicher also unterbringen, geschützt und trotzdem wenig Fläche verbrauchen. Und das hat mir sehr gut gefallen, wird heute an vielen Bahnhöfen angeboten mittlerweile. Sieht aus wie so ein großer Würfel, ist eine ganz geschickte Geschichte. Über sowas denken wir derzeit nach, ob das an der Stelle vielleicht eine gute Lösung sein könnte. Und wissen Sie, wann das Parkhaus fertig sein wird? Herbst nächsten Jahres. Und wie sieht es mit den anderen Erweiterungen aus, die Sie vorhin angesprochen haben? Von welchem Zeitraum reden wir da? Wir wollen bis Ende 2023 dann mindestens unser Versorgungszentrum erstellt haben, in dem dann Küche, Lager, Labor, Verwaltung, Apotheke und so weiter untergebracht sind. Das schafft uns die Freiflächen in den Funktionsbereichen und dann beginnt sukzessive der Umbau und die Sanierung der Funktionsbereiche. Das ist so der Plan und die derzeit, sagen wir mal, von uns so als notwendig gesehenen ersten Schritte, würde ich schätzen, sind irgendwo zwischen 25 und 27 abgeschlossen. Das ist aber auch gar nicht mehr so lange hin. Das ist gar nicht mehr so lange, ja. Das heißt, Sie haben... Ist relativ schnell für Krankenhaus. Für Krankenhaus sehr schnell, genau, ja. Das heißt, Sie haben wirklich große, große Pläne fürs Klinikum. Ja, wir haben ein großes Klinikum, was ein sag ich mal, wirklich etabliertes, auch angesehenes Klinikum ist, was große Chancen in der Weiterentwicklung hat. Und so müssen wir es auch betrachten. Wir sprechen heute von unserem Campus, dem Gelände. Wir wollen Partner auf dieses Gelände holen und wollen selber natürlich die entsprechende Qualität anbieten. Und die Tendenz im Krankenhauswesen geht zur Zentralisierung, also an einem Standort große Dinge zusammenzufassen, weil nicht mehr jeder an einem kleinen Standort diese Leistungen erbringen kann. Und diesen Weg beschreiten wir natürlich mit Macht. Ja. Und wir beenden den Podcast immer mit einer ganz bestimmten Frage. Und zwar ist es die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patienten im Klinikum frei hätten, welcher wäre dies? Ich sag mal einen Satz, ein Traum. Früher hätte ich immer gesagt, I have a dream, ne? Nach Martin Luther King. Ganz so hochtrabend ist es vielleicht nicht, aber es ist ganz nett, finde ich. Also I have a dream. Wenn Menschen, die in einem Klinikum arbeiten möchten, an unserem Haus vorbeigehen und sagen, da möchte ich arbeiten, das ist so ein tolles Haus, da ist so eine tolle Atmosphäre drin, da möchte ich arbeiten. Und Herr Bloch, wie sieht es bei Ihnen aus? Na, aus Patientensicht hatte ich heute Morgen eine Erfahrung. Da hat jemand, die ich kenne, gesprochen über ihre Mutter. Und die geht es jetzt nicht so gut. Die war dann eine Zeit lang bei uns auf der Palliativstation, aber kam wieder nach Hause. Und die war sehr froh, neben einer guten Behandlung, dass sie, sag mal, ihre Mutter als Patient die Angst genommen hat, ins Krankenhaus zu gehen. Wie hat sie das gemacht? Nein, die Mitarbeiter bei uns auf der Station haben, sag mal, ihre Mutter im Grunde so gut behandelt und so gut mit ihr gesprochen, dass sie keine Angst mehr hat. Sie wird wahrscheinlich noch einmal ins Krankenhaus gehen müssen, nochmal ins Krankenhaus zu gehen. Weil das war vorher ihr Hauptproblem. Sie wollte nicht ins Krankenhaus, weil das wird man assoziiert mit Krankheit und so weiter. Und sag mal, die gute Behandlung, aber und die Gespräche zwischen unseren Mitarbeitern und die Mutter haben dann dafür gesorgt, dass sie dann keine Angst mehr hat, um wirklich ins Krankenhaus zu gehen. Und das fand ich eine super Geschichte. Das spricht ja absolut für das Klinikum bei uns hier in Osnabrück. Herr Bloch, Herr Küster, ich danke Ihnen beiden, dass Sie hier gewesen sind und mir und allen da draußen, die uns gerade zuhören, Ihre Arbeit im Klinikum so ein kleines bisschen näher erklärt haben. Und natürlich, dass Sie uns die großen, großen Pläne für die Zukunft des Klinikums Osnabrück dargestellt haben.
Jetzt, wo Sie die Pläne hier ins Mikrofon gesprochen haben, da kann doch wirklich nichts mehr schief gehen, oder? Ich danke Ihnen beiden wirklich, dass Sie hier gewesen sind. Danke, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank. Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagenturteam von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio.